Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Horizon Forbidden West. Auf dem Weg zu Demeter. Vorher erstmal richtig geil. Wir haben die Nebenquests mit den Grimmhörnern geschafft. Dann auf dem Weg zu Demeter haben wir so ein paar Quen-Krieger angetroffen. Die haben wir besiegt. Die haben irgendwie so eine Ruine überwacht. Und jetzt sind wir in so einer Einrichtung drin, wo wir auch die Alba getroffen haben, die auch mit einem Fokus ausgestattet war. Und jetzt arbeiten wir zusammen und gehen mal tiefer in den Komplex rein, um zu schauen, was da alles so abgeht. Viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. Mit deiner neuen Verbündeten will Aloy die Geheimnisse einer alten Ruine erforschen. Okay. Betritt die Tunnel der Anlage. Das machen wir dann mal jetzt. Yeah! Geil! Der Karte nach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Okay. Oh, Feuerglimmer. Feuerglimmer, wo? Ach, hier. Tja, das war laut. Was mache ich jetzt? Einen Weg rausgeben. Ja, ist ja okay. Gib mir ein bisschen die Zeit, Kollege. Ne? Wie ungeduldig. Warum kann ich das nicht greifen? So an der Seite. In der Mitte ging das jetzt nicht. Was ist das da in der Wand? Ich kann es gerade nicht ziehen. Vorsicht, Trümmer. Hier durch. Okay. Wo lang jetzt? Oh, da habe ich mir ausnahmsweise mal für den richtigen Weg entschieden. Wo es nur Loot gab. Sonst nehme ich immer aus Versehen den Progress-Weg und nicht den Weg, wo sich vielleicht nochmal so Loot versteckt. Ich bin stolz auf mich. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Moment, Moment. Einmal hier nochmal gucken. Jawohl. Es lohnt sich doch immer. Es sind wohl falsch abgebogen. Nee, da war Loot, Alba. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Ist echt wie so ein Labyrinth aufgebaut, ne? Du gehst? Suche in den Tunnel nach einem Ausgang. Aber wir sind doch freiwillig reingegangen. Alter. Boah, wie geil. Was ist das denn für ein Wesen? Das kann nicht gut sein. 100 pro der Boss. Am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Ja, die haben es halt nicht geahnt, ne? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Okay. Kämpfen, kämpfen. Ich liebe kämpfen. Nee, muss nicht kämpfen. Finde einen Eingang zur Teststation Ulme. Efeu Ulme. Okay, wir müssen doch noch nicht kämpfen. Nicht schlimm. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Doch, müssen wir. Okay. Maschine.
Oh, das sind andere. Was ist denn für Fische? Okay, schwach gegen Wasser. Krallenschreiter. Okay, hier sind einige. Wer entdeckt mich hier wieder? Komm. Aufspürergräber, ja, der hat mir wenig Leben. Ey, du kannst mich jetzt nicht entdecken. Ja, kommst du jetzt? Ich versuche das jetzt mal echt so mit dem Schleichen zu machen. Ich habe halt meistens die Geduld nicht, merkt ihr. Aber ich will es echt mal so schaffen. So, jetzt komm. Mit dir verpasse ich einen stillen Schlag. Dann bist du schon mal weg. Okay, es hat schon mal geklappt. Okay. Schaffen wir das mal ohne entdeckt zu werden? Boah, wenn ich das mal schaffen würde, ne? Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Los. Die kann ich nicht überbrücken. Dass hier noch eine Brutstätte gibt, in der ich das lernen kann? Oh mein Gott! Okay, wir schaffen es ohne entdeckt zu werden, aber ich mache das jetzt einfach, oder? Oder? Okay, doch. Ich dachte mir, okay, den nehme ich noch mit dem stillen Schlag mit. Okay, bei dem geht's so. Aber komm, wir haben es gut geschafft. Haben eigentlich so drei Maschinen genommen jetzt. Ja. Okay, und du warst gegen Water. Ich sehe nichts, immer derselbe Mist. Ja, wir haben kein Wasser. Du brauchst das nicht kommentieren, Alva. Ich weiß, was ich mache. Danke. Meinst du, bevor ich dich getroffen habe, habe ich einfach nur gechillt? Siehst du aus? Willst du die Arbeit für mich übernehmen vielleicht? Ja, du guckst in die falsche Richtung. Die Maschine ist hinter dir. Ne? Nur mal so zur Info. Das war's. Wir sollten aufbrechen. Wer spielt denn jetzt einen Kommentator? Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Es geht hier um Leben und Tod. Ich riskiere mein Leben für diese Mission. Pass auf, Kollege. Pass auf. Ich kann dir das, ne? Was hat sie denn da gemacht? Aber krass, die reagieren darauf, wenn man auf sie schießt. Aber was war das denn? Ihre Reaktion. Der Eingang zum Komplex sieht aus, als wäre er verschlossen. Müssen wir jetzt einen Weg finden. Da zum Beispiel. Oh, sie wird entdeckt, glaube ich. Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Bin gleich hinter dir. Okay. Sind gleich in der Teststation Ulme. Hier wird noch die böse Überraschung kommen. Irgendwas richtig Böses lauert hier. Ob es in Form einer Maschine oder von einem Menschen oder einer Explosion, dass sie wieder abhauen muss. Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Hier wird doch irgendwas Ekelhaftes passieren. Die, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Oh. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Ach,
du Scheiße. Okay, wir scannen mal. So, was haben wir denn hier? Okay. Wieder so eine Fassung für eine Energiezelle. Hier machen wir mal den Weg direkt frei. So. Aloy, okay. Könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du Nö. Eine Wand hochjagst? Nein, nein. Ich versuch's. Kann ich nicht. Vielleicht gibt's hier unten etwas, das mir hilft, an die Konsolen zu kommen. Weiter gucken. Aufspringen. Ich muss es anders versuchen. Akkulagereinheit. Ich glaube, die kriege ich da weg. Ach so. Ah. Also. Ah, so ist das. Hohlraum. Interessant. Damit habe ich jetzt nicht gekriegt, dass man diese Dinger ziehen kann. Okay, das geht ja dann da. Wo geht es noch? Hier auch noch. Das rührt sich nicht. Das Ding rührt sich nicht. Vielleicht bei den anderen. Okay. Okay, da haben wir schon mal einen Schlüssel. Aha, das sollte helfen. Vorräte. Wo finde ich denn jetzt die Energiezelle? Weil hier geht es jetzt weiter, oder? Aber ist das jetzt ein Secret mit dieser Energiezelle? Weil das würde ich dann gerne mitnehmen. Einen Moment, lass mich nur. Ich hab's geschafft. Okay, aber hier hinter kann ich nicht, da klemmt irgendwas. Ne, genau, kann ich nicht ziehen. Moment. Entweder geht's da bei der Energiezelle weiter oder das ist ein Secret. Wenn es ein Secret ist, würde ich gerne das mitnehmen. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Sie kann hoch und ich nicht. Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss daran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Ja, wie komme ich denn hoch? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ach, hier. Ich entsperre eine Speichereinheit. Warum mache ich das nicht einfach? Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Wie komme ich da denn hoch? Bin dabei. Ja, ich will hier aber noch einmal kurz hoch. Geil. Das muss weg. Ah, jetzt kann ich's doch schon. Energiezelle. Was? Ach, hier. Ich möchte den Loot da oben noch haben. Okay, die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Unterwegs. Was ist das für eine Lobbymusik? Ach, hier. Warum nicht gleich so? Mal die Augen öffnen, würde ich sagen. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier.
Es kann losgehen. Okay. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Bei zwei? Macht sich jeder nochmal ein Match bei drei? Ich sag einfach bei zwei. Warum man Aloy zwar anders? Bei zwei. Okay, dort müssen wir hin. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Was passiert denn jetzt? Nein. Ich sag doch, irgendeine böse Überraschung. Wie schalte ich dieses Ding aus? Ich sag doch, irgendeine böse Überraschung. Ach, klar. Die Scheiße. Das ist die Plage. Die Plage. Das Ende der Welt. Test abgeschlossen. Strukturelle Integrität der Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Okay. Es war auf jeden Fall ein Test. Triff mich unten. Irgendein Test, irgendwas mit den Diamantenranken. Die waren davon wohl nicht beeinträchtigt von dieser Plage. Ich teile dir das mit dir, okay? Testprotokoll Ulme. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Okay. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie aufhält. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Ich verstehe nicht. Also diese Ranken können die Maschine auch nicht fressen. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst okay. du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Ich hätte noch ein paar Beeren. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären. Aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Ja, was denn? Was, willst du was von mir haben? Okay. Soll ich dir was geben? Wir gehen zur Teststation Efeu. Ja. Und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch wird es etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Okay. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Jetzt benutze ich aber mal die Leiter vielleicht.
Boah, hier wäre ich sogar aus der Höhe gestorben, oder? Ach, noch ein Labyrinth. Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Okay. Geht's jetzt hier weiter? Jawohl, Leute, jawohl! Geil! Alte Skulptur. Oh, da ist auch noch was Lilanes. Wie komme ich denn aber dahin? Ich verlasse dich jetzt. Okay, das Lilane müsste jetzt hier sein. Oh, ich habe gerade irgendwie voll meinen Flow gefunden, was das Looten betrifft. Okay. Da geht's, glaube ich, auch weiter. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist nichts. Und dann jetzt hier nach links und wieder links. Das müsste passen. Ja, so sieht's auch aus. Das ist es. Was ist was? Ach, hier. Hier bestimmt okay. Auch jetzt gleich irgendwann das Flugwesen da kommen, was wir am Anfang gesehen haben, die Maschine. Sah echt geil aus. Oh, Alter, sehr klares Wasser. Weg da. Das ist doch ein Boss-Areal, oder? Finden wir da drin hoffentlich Antworten. Hier wird doch etwas kommen. Oh, still. Ja. Sei auf der Hut. Feuerbrüllrücken. Ja, ja, das ist ein Boss-Areal. 100 Pro. Ja, 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 es war so klar. Es war so klar. Sie macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Okay. Schwach gegen Feuer. Genau das, was ich nicht habe. Ja, falsche Munition. Nehmen wir mal eine vertikale Schockfalle. Ah, da wird mich genau in die Ecke gestellt. Komm. Komm zu mir. Was, das ist unsichtbar. Ey, krass. Komm in meine Schockfalle. Jetzt. Jawohl. Du wurdest von der Schockfalle erwischt. Jetzt nicht direkt zu der Ecke gekommen. Wow, wow, wow. Komm, meine Schockfalle. Komm, 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 komm. Wow, wow, wow. Jawohl. Ich bin wieder erwischt. War noch eine Schockfalle. Jawohl! Säure-Tank ist kaputt. Und komm wieder. Auf die Schwachstellen!
Dank für den Tipp. Okay, aber das Viech geht sogar ein bisschen. Also finde ich jetzt nicht so heftig. Boah. Aber sieht das Teil geil aus, ey. Man kann sich einfach mal unsichtbar machen. Ich brauche mal langsam was mit Feuer. Warum habe ich nie was mit Feuer? Landest du? Brauchst du Hilfe? Okay. Oh, boah, ich dachte, du hättest nicht sterben, Leute. Wir haben dich gleich. Jawohl. Schreckflügel. Krass. Das hat geholfen. Wir sollten jetzt ich brauche unbedingt was mit Feuer. Unbedingt. Warum ist das denn hier so selten? Ich muss Feuer shoppen gehen demnächst. Hä? Geil. Kann man da dann was looten? Wenn ich jetzt noch Selbstmord mache. Wir sollten nicht hier bleiben. Hier könnten noch mehr von den Maschinen sein. Die Maschine habe ich mir so ein bisschen schwieriger vorgestellt. Hier auf dem Diamantkranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Aber habe ich was Krasses verpasst, so generell, seitdem ich zocke, oder warum? Oder ist Feuer wirklich so selten? Weil viele Maschinen haben halt schwäche Feuer. Nur ich habe nichts mit Feuer und viele Händler bieten auch Feuer gar nicht an. Oh, das ist interessant. Was gefunden? Ich muss mal so ein paar Händler absuchen und wirklich mir mal so Feuerpfeile oder so besorgen. Sie scheint unter Wasser zu sein. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Diese Konsole ist doch funktionstüchtig. Ich sehe den Weg der Ahnen. Wir sollten finden, was wir suchen. Hier ist viel goldener Loot. Noch ein Protokoll. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Ah, das möchte ich auch wissen. Wie denn? Die Einsatzkapsel wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance okay. für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Scheiße, sie sind auch alle verzweifelt, ne? Die haben Scheiße gebaut. Wir haben alle Mist gebaut. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das Sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Okay, jetzt kriegen wir eine neue Spezialausrüstung. Ein Modul für unser Speer, das wir auch diese Ranken da jetzt ändern können, dass sie sich selbst zerfressen. Und die Speer dann reinrammen und dann fressen sich die Ranken von selbst. Aber ich habe immer noch nicht den Sinn der Metallblumen verstanden. Also jetzt für uns spielerisch einfach. Ist da drin einfach dann Loot? Oder wie haben die das jetzt gelöst? Was passiert denn, wenn ich das mache? Werden wir wahrscheinlich jetzt gleich irgendwann herausfinden, denke ich mal. Hier drin. Stelle den Rankenschneider her. Bin gleich hinter dir. Wir können am Seil runterrutschen.
Okay. Hier haben wir die Werkbank. So, mal gucken. Waffen-Upgrades nehmen wir auch mal direkt mit. Ach, Berserker, Jägerbogen, das meinten die damit. Okay, ich habe einen neuen Bogen einfach erhalten. Damit kann ich wohl Gegner beeinflussen, dass sie sich selber gegenseitig bekämpfen. Dass sie nicht mehr wissen, was richtig, was falsch ist. Ich stelle auch mal kurz hier so ein paar Sachen her. So, ohne zu übertreiben. Ah, passt. Okay. Fallenherstellung. Spezialausrüstung. Komm, machen wir mal. In den Speer eingebaut kann dieses Modul die Ranken einer Metallblume lösen. Rankenschneider. Spezialausrüstung erhalten. Okay. Machen wir auch mal direkt einen Test. Wir haben doch hier bestimmt irgendeine Metallblume. Gehen wir zu diesem Datenkern. Wie ich schon sagte. Ah, Metallblume hier. Unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Möchte ich jetzt mal sofort testen. Nachdem wir Barbaren gesucht hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Wo ist denn die Metallblume? Hier sein. Stimmt. Wo ist denn hier die Metallblume? Ich möchte das unbedingt einmal testen. Aber so komme ich nicht hin, ne? Da oben wahrscheinlich, da komme ich jetzt aber so nicht mehr hin. Schade. Ich hätte das gerne einmal getestet. Was denn da jetzt genau passiert? Aber da komme ich jetzt so erstmal nicht hin. Doch, hier wahrscheinlich. Ich denke mal, die führen mich auch zur Metallblume. Ich Idiot. Ja. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Nutze Nahkampfangriff, um eine Metallblume zu öffnen. Blume blüht. Ha, geil. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Rankenschneider-Modul installieren. Die Ranken. Sie fallen auseinander. Die Tür ist frei. Das eröffnet mir neue Wege. Kein Loot, nichts anderes. Einfach nur dafür da, Ranken zu entfernen, um mir neue Wege zu ermöglichen. Ja, Hammer. Und es gibt natürlich der Open World wieder genug Spielraum, um mich zu überraschen. Der Datenkern sieht intakt aus. Zeit, Demeter nach Hause zu bringen. Cool, wir haben Demeter. Jawohl. Und eine weitere Unterfunktion in der Tasche und zurück zur Basis. Jetzt fragen wir sie natürlich, ob sie mitkommen will. Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Ja, die kennt sich natürlich auch sofort damit aus. Alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Oh, Alter. Ich bin wieder erschreckt. Okay. Alba! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen sofort aufhören! Ach, die sind alle von der... Komm, wie heißen die? Schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst da habt nicht? Ihr aber noch mal Glück gehabt, Leute. Du wärst jetzt Elisabeth tot. Elisabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Da
Wahrsagerin. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobek. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Ich glaube, Eloy rafft manchmal gar nicht, wie wertvoll sie ist. Sie ist immer so, was wollen alle von mir? Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ich möchte nicht so betitelt werden. Ihr zwei mit mir. Wenn sie mal wüsste, wie mächtig sie eigentlich ist. Ne? Für die Rückkehr nach Landfall. Eloy. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sorbet schätze ich aber... Bitte, ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall. Ah, nee, alles gut, muss ich sein. Verabschiedet euch mal. Sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche. Echt lieb, danke fürs Kennenlernen. Nahe der Ruinen bei der zerstörten Brücke. San Francisco. Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es, der Klassiker. Sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Ciao. Hat mich gefreut. Ich höre besser. Okay. Darüber. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht gehe ich erst zu diesem Langhals, den ich im Wald sah, bevor ich zurückgehe. Und jetzt kann ich die Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Ey, das ist ja mal geil gemacht. Eloy reagiert auf so Aktivitäten, die in der Open World sind. Die hat jetzt einfach gesagt, vielleicht besuche ich noch vorher den Langhals. Hat ja absolut nichts mit einer Mission zu tun, aber sie kommentiert das einfach. Ich kann ja auch wieder keinen rufen. Fuck. Das ist ja geil gemacht. Sie kommentiert einfach so Geschehnisse auch in der Open World abseits der Mission. Zum Beispiel hat sie einen Langhals entdeckt, den ich noch nicht entdeckt habe. Aber wahrscheinlich bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen. Ja, und sie kommentiert das einfach. Warum nicht? Geil. Aber ich kann wieder meinen Stürmer nicht rufen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ah doch, nee, ich weiß es. Sorry, ich weiß es. War jetzt gerade blöd von mir. Er ist gestorben. In dem Kampf gegen diese Quen-Soldaten ist mein Stürmer gestorben. Seid ihr jetzt böse? Etwas in der Nähe sendet das Signal. Nö. Seid ihr nicht, ne? Okay. Die wird jetzt irgendwo der Langhals sein. Langhals, hallo, wo bist du? Ich falle runter, geil. Ich will jetzt, kein Beef mit den Maschinen da. Keine Zeit für euch jetzt. Ach du Scheiße. Was ist hier denn los? Oh, viele Beeren. Nehmen, wenn ich es brauche. Viele Beeren. Die nehmen wir natürlich alle mit. Boah, ich habe schon 341 von denen. Okay, ich glaube, da werden wir keinen Mangel mehr haben. Oh, ich entferne mich sogar. Wo ist denn das Ding? Oh, das meine ich, Leute. Ich kam hierher. Oh, das ist so schlecht gemacht manchmal mit dem Marker. Warum zeigt er mir denn die Luftlinie nicht einfach an?
Siedlung. Sieht verlassen aus. Aber hoch genug, um mich auf den Langhals zu bringen, wenn ich dort hinaufkomme. Langhals. Level 25, wobei hier wahrscheinlich das Level ja eigentlich vollkommen egal ist. Was ist das denn jetzt? Ich muss auf den Langhals drauf. Ich muss natürlich einen Weg nach oben finden. Hallo? Alter! Ah, diese Viecher kenne ich doch von Teil 1. Die machen sich unsichtbar einfach. Aber die haben zum Glück nicht viel Leben. Gar nicht sogar. Ja. Ja, ja. Boah, aber die haben einen Damage drauf. Die haben einen Damage drauf, ey. Aber läuft. Das brauche ich. Aber irgendeiner hat noch was Goldenes fallen lassen. Ja, genau, hier. Pirscher. Da sind die Pirscher, gehen noch von Teil 1. Solche Arschlöcher, ne? Mit dem unsichtbar machen. Aber die sind irgendwie so... Die kommen auf gar keine Schüsse von mir klar. Warum ist der jetzt so badass? Warum ist er denn jetzt so badass? Hau ab! Wo bist du? Die leicht mir aus! Wo ist er? Die gibt's denn von denen? Da ist noch einer. Boah, was war das für eine Waffe? Boah. Boah. Boah, diese Waffen sind so geil, Mann. So, habe ich die jetzt besiegt? So, wir werden jetzt aber speichern und weil ich muss jetzt hier erstmal einen Weg finden, wie komme ich da hoch, ne? Das schauen wir uns in der nächsten Folge in Ruhe an. Wir werden auf jeden Fall den langen Hals machen und dann erstmal zurück in die Basis. Und dann gucken wir mal, wie es mit der nächsten Hauptquest aussieht, welche Levelanforderungen etc. Bin aber eigentlich Level 26, sieht gut aus. Ansonsten hätte ich auch nichts dagegen, mal so ein bisschen wieder die ganzen Aktivitäten zu machen. Aber den Langhals hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Da müssen wir irgendwie an diesen ganzen Bäumen da hoch und auf ihn draufspringen. Also ganz klassisch, ich denke mal keine weitere Mechanik. Das werden wir sicherlich machen, um das hier aufzudecken. Boah, die Open World ist so groß. Alter Schwede. Was ist das denn hier? Salzbiss. Ah, okay. Und, ja, anschließend würde ich sagen, dann zurück in die Basis. So machen wir das. So machen wir das auf jeden Fall. Schon was Vernünftiges ausrüsten. Ah, komm. Jetzt bist du schon hier. Ich nehme auch noch mit. Sorry. Gibt es noch ein paar Tierchen hier? Habt ihr noch mal Glück gehabt?
Ja, das ist mein Plan für die nächste Folge. So machen wir das. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Voll verschluckt. Ich bin's, euer Fels. Ciao.